Ich habe Fake News für euch. Überall ist schmutzig, and nobody cares. Aber I care for you. Ja, und alles natürlich made in Germany. Ist doch Kehrensache. Das ist eine ganz saubere Sache. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Kehren-Frauen und Kehren-Männer. Das limitierte Kehren-Pflaume-Besenset. Jetzt im Shop erhältlich. So reicht für heute alles sauber. Lasst uns irgendwo einkehren. Kehren-Pflaume ist wieder on Tour. Ein neues Video, ein Tag, wobei ein Tag können wir nicht sagen, ein paar Tage mit Knossi in New York. Nein, ist nicht dein Ernst. Komm, ist nicht dein Ernst jetzt, bitte. Scheiße. Ab in Central Park, auf dem Rasen abwischen, Mensch. Da ist es einfach. Wobei, eigentlich müsste das Video ja heißen, Knossi nicht allein in New York. Sondern mit dir zusammen. Ja, ich bin ja da. Ja. Ja. Und du bist das erste Mal in New York? Ich bin zum allerersten Mal in New York zur Weihnachtszeit. An dem Ort, an dem einer der legendärsten Filme gedreht wurde. Kevin allein in New York. Hinter mir ist das Plaza Hotel, in dem ich heute schlafen durfte. Vielen lieben Dank, Kai. Das muss man ehrlich sagen. Vielen lieben Dank für diese. Das sind Träume, die einfach wahr werden. Ich glaube, dass die Leute zu Hause das verstehen und das wird sich auch in den Kommentaren äußern. Das hier ist der absolute Lebenstraum. Das ist Weihnachten bei New York. All I want for Christmas is you. Das ist es. Plaza. Kevin allein. Ich habe Bilder geguckt. Ich hab Bilder geguckt, wie Kevin da steht und habe mich genau an die Stelle auch hingestellt. Guck's dir an. Aber ich kann dir eins sagen, der Jens hat schon im Plaza nachgefragt, was die Hochzeitssuite kostet. Ja, und brauchst, kannst dir abschminken. Wunderbar. And how are you? I'm pretty good, sir. Me too. Eins gehabt in Englisch. Das ist das Plaza. Okay. Wir sind doch nicht im Plaza Hotel. Schön wär's. Plaza ist Hotel von Kevin allein in New York. Da hat er drin geschlafen. Das ist es. Mit Donald Trump in der Lobby unten. Mit der geklauten Kreditkarte vom Vater. Das ist das Hotel. Ist dir das klar? Ist dir gar nicht klar, Julian. Klar. Ach. Ich kenne den Film auch. Ja, aber ich kenne ihn länger. Thank wir checken you. Doch nicht hier ein. Wirklich? Du hast nicht das Hotel gebucht. Dann müssen wir doch wenigstens mal reingucken. Das ist echt. Ein Hotel mit Geschichte. Okay, okay. Mal gucken. Das ist wirklich schön. Guck dir das hier an. Das ist Gold, Junge. Aber so sieht das aus bei Montana Black. Genau. Bei uns nur Silber bisher. Bronze. Hier auch schön, weißt du, wenn du mit der Frau drückst, schön Klo aus Glas, dass jeder auch was davon hat. Dass sie, wenn sie hier steht, auch nochmal reinblinzeln kann. Aber wenn du auf Klo bist, dann verschlägt die Tür doch eh noch mehr. Das ist auch. Gib ihm mal was von meinen Scheinen. Ne? Das ist kein Problem. Gib ihm doch mal einen Zehner. Sorry. Und wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Das ist ja der Central Park. Aber weißt du was? Das muss man. Das ist ja. Das muss man, den Central Park muss man irgendwann mal, das muss man auf der Karte angucken. Man hat keine Vorstellung, wie groß der ist. Ja? Ne? Ich muss kurz eine Insta-Story machen, ne? Ist das okay? Ja, mach. Damit die Leute sich bewerben. Wofür? Für die Poker Night. Ich arbeite ja auch hier. Ja, Kai. Mach. Ich muss das ja machen, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen deinen Alltag zeigen. Diesen abgehobenen Alltag eines Streamers. Wo bin ich denn abgehoben? Bewerbt euch, nächste Woche ist schon soweit. Greetings from New York City! Oh Baby, der Pflaume macht mich fertig. Der denkt auch noch, der ist 14, 15. Okay, ich bin da. Auf den im Kostüm, ja. Ein Zehner. Das sind sie, die Straßenkämpfe in New York. Wunderbar, good fight. Straßenkämpfe in New York, ne? Gibt's also ich ja. Gehe was frühstücken. Ach so, ist das hier? Le Pain, der Schmerz? Ja. Geil.
Ich hatte wirklich, aber ich muss echt sagen, ich hatte wirklich Angst, weil es hieß, sie kann also besser sehen. Also wir müssen ganz kurz erklären, weißt du, damit ihr das versteht. Ne? Ich habe eine Lesebrille und das ist auch völlig in Ordnung, aber die nervt mich einfach, weil ich muss sie immer irgendwo dabei haben und dann sehe ich jetzt hier wieder nichts und dann muss ich die Brille wieder rausholen und so. Das ist einfach hinderlich, ne? Und deswegen will ich mir gerne die Augen operieren lassen und lass mir so Linsen einsetzen. Und deine Freundin hat das schon machen lassen. Ja. Und deswegen hast du sofort gesagt, das ist eine super Geschichte. Ja, ja, ja. Ne? Und ja, jetzt sind wir gerade so. Also ihr kanntet euch schon, dann hat sie sich die Augen operieren lassen. Ich hatte Todesangst. Weil du dann wusstest, sie sieht dich dann das erste Mal wirklich. Genau, sie sieht mich das erste Mal richtig. Und richtige Farben und alles. Sie hat richtig Schärfe. Und ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, als das eine Auge gemacht hat, bei ihr war das in zwei verschiedene Tage, erst ein Auge, dann das andere, hat sie schon gesagt, es ist alles anders. Sie guckt mich nicht so genau an. Ne? Immer so versucht auch den Blick Richtung Boden, wenn sie mit dir gesprochen hat, sich wegzudrehen. Weil ich gedacht habe, jetzt erkennt sie die Wahrheit. Jetzt sieht sie, wie du wirklich aussiehst. Jetzt trennt sie sich übermorgen. Aber sie hat sich nicht getrennt. Sie ist bei mir geblieben. Sie ist wirklich bei mir. Das ist ein Liebesbeweis. Das ist ein Beweis. Charakter und Humor. Jetzt weißt du, dass es wirklich Liebe ist. Jetzt weiß ich das. Schatz, nochmal ganz liebe Grüße. Freue mich wirklich. Das war echt eine harte Zeit für mich. Die Frage jetzt, gell? Oft in den USA ja, ist es einfach Filterkaffee, ne? Wenn du Regular Coffee bestellt hast, ist es Filter Kaffee. Was wolltest du denn? Ja, ich wollte schon einen aus der Maschine, aber schwarz. Ne? Aber ja, probier mal, wenn er nicht schmeckt, bestellst du noch. Danke. Der gute alte Filter Kaffee. Nein, kein Problem. Den trinke ich. Dann, doch, das muss so sein. USA, United States. Ich bin doch dann da. Musst du Americano bestellen. Americano. Ja. Nee, trink den. Super. Und? Wunderbar. Wie ist deiner? Ganz gut. Central Park? Ja, sehr gerne. Vielleicht mieten wir uns ein Fahrrad irgendwo oder so. Ja? Hier gibt es doch die Bikes. Ja. Ich glaube, das machen wir, oder? Du bist der beste Reiseführer. Ja, ja, ja. Pflaume Tours. Ja? Ja. Ja, mal gucken, wo es hier gibt. Eigentlich gibt es ja diese Fahrradstationen hier. Da sind sie doch. Wo denn? Da. Nein, nee, wir fahren nicht mit so einer blöden Rikscha. Nicht mit der Rikscha. Die. Schon wieder lange her. Fahrradfahren. Da müssen wir natürlich gucken, ob die auch ein Elektrobike für dich haben. Ne? Wäre schon von Vorteil. So, no E-Bikes? Yeah, I have E-Bike. If just 2 minutes walk, this building, you know. Okay. You want an E-Bike? Ja, witziger. Ja, we go for E-Bike. Yeah, okay. E-Bike. Okay. Gott sei Dank. Oder ist doch besser E-Bike? Natürlich. Ne? Viel besser. Kannst ruhig sagen, dass ich übergewichtig bin. Ah, macht nichts. Also würde ich jetzt so nicht sagen. Also du bist ein bisschen klein für dein Gewicht, sagen wir mal so. Ja. Was wiegst du aktuell? Ich sag immer 95. Letztens habe ich mich im Livestream aber auf die Waage gestellt, stand da 107. Oh, mit Kleider. Oh. Mit Kleidung, oh. Handy noch in der Tasche. Und du hast ja meistens alleine 10 Kilo Kleidung an. Ne? So ist das nämlich. Aber das finde ich schon wirklich 107? Ja, nur aber, 100 Kilo. Ja, aber ich hab. Aber das sieht man nicht, ne? Naja. Findest du jetzt 100 Kilo? Sieht man mir 100 an? 100 Kilo sieht man nicht. Ja. Uhr an. Aber es ist schon viel. Da musst du runter. Da müssen wir ran. Da müssen wir was tun. Mit dem E-Bike. Heute legen wir los. Wenn er jetzt mit uns irgendwo in den Hinterhof geht, dann ziehe ich zurück. Wo läuft der mit uns hin? Wir gehen in New York einfach mit irgendjemandem mit. Ja, komm. Hier, I have free bikes for you. I have free E-Bikes. Komm hier. Ist das hier alles richtig so, ja, Kai? Ich hoffe. Boah, guck mal, hier sind so richtige Hinterhöfe. So richtig Ghetto. Ey, Kai, da stimmt. Bist du dir sicher, dass alles hier korrekt ist? Alles gut gelaufen nochmal. Sport Plus, ja. You want to go Sport Plus? Das ist. Nein. No Sport Plus for him. Okay. Auf geht's. Hallo, da kennt uns jemand. Das gibt's. Oh, in New York, das gibt's doch nicht. Ja? Ja? Komm hier zwischen uns ein bisschen. Auch da aufgeht, ne? Wenn ihn jemand da. Ach, ich so. Auch drauf, oder was? Na klar, den Knossi nehmen wir auch mit drauf. Hm? Ach, gerne. Hast du gedacht, dass der Knossi 107 Kilo wiegt? Sag mal. Ich war total erstaunt. Nee, ne? Denkt man nicht, ne? Aber auch nur mit Sachen, ne? Ja, nur mit Kleidern an. Ja, ohne Kleider sind es 105. Nee, das täuscht. Ich bin früher immer freihändig Fahrrad gefahren, ne? Das verlernt man nicht, oder? Freihändig fahren kann ich immer noch. Nee,
Nee. Ja, man hat hier wirklich diese Movie-Feelings. Ne? Hast du das auch? Nee, du hast das nicht. Doch, ja. Hab ich auch. Diese wirklich, diese Filme einfach, die sich hier abspielen in deinem Kopf, die du schon so gesehen hast. Ich guck gestern in so, aus meinem Hotelzimmer auf die andere Seite, in so ein Großraumbüro. Weißt du, und du siehst da alle arbeiten und dann merkst du dann später ist Feierabend, aber es sitzt immer noch dieser eine da, der später, der Überstunden macht und später die Welt rettet. Ja. Sitzt so in diesem Großraumbüro ganz allein. Ne? Kennst du das? Oh. Ich würde sagen, wir machen eine Kette um alle. Gute Idee. Ja. Gute Idee. Wo sind wir denn jetzt? Das Central Park Reservoir. Wow. Um was geht's da genau? Ja. Was tippst du denn? Das Central Park Reservoir. Reservat. Reservat. Um was wird's hier gehen? Ein Riesensee. Jacqueline Kennedy Nassis Reservoir. Schwimmen geht hier aber keiner, ne? Glaube nicht. Sportlich gesehen? Ja, ja, ja. Machst du überhaupt irgendwas? Sport? Aktuell nein. Warum? Keine Zeit? Keine Zeit. Ich habe gar nicht die Möglichkeit. Also die Möglichkeit habe ich, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das noch irgendwo unterbringen kann. Wahrscheinlich könnte ich's, aber das Gefühl habe ich nicht. Aber du bräuchtest einen Coach. Ja, wahrscheinlich. Jemand, der mir in den Arsch tritt, was das betrifft. In allem anderen bin ich, sagen wir mal, sehr zielorientiert. Mhm. Was Berufliches angeht, aber was meinen eigenen Körper angeht, nicht so arg. Was war die fitteste Zeit deines Lebens? Gab es sowas, wo du so Handball gespielt? Richtig gut? So? Von acht Jahre bis 14. Okay. Richtig gut nicht, also ja. Jugendsport. Ne? Ja, das war eigentlich so, würde ich sagen, war die fitteste Zeit. Ne? Okay. Und dann, wie es halt so ist, ne? Dann kam die erste Zigarette. Ah, okay. Ja. Wohin gehen wir jetzt? Weißt du, das ist sehr lustig, muss ich irgendjemand sagen. Da sieht man mal, wie die Jungs aus dem Internet so funktionieren. Du bist in so einem permanenten Gefühl, gleich kommt irgendwas. Ja, ja, natürlich. Gleich kommt irgendeine blöde Überraschung. Gleich werde ich hier irgendwie ins Wasser gestoßen. Passiert jetzt hier was? Nein. Ach, wirklich einfach nur spazieren? Wir haben uns einfach jetzt hier das mal angeguckt. Hammer. Aber willst du mir nicht irgendwas darüber noch erzählen, übers Wasser? Nee, es gibt nicht so viel zu erzählen. Super angenehm, Kai. Oder? Weißt du, hätte ich jetzt ein Video mit InScope gemacht, wäre jetzt irgendeiner ums Eck gekommen oder 10 Mann hätten einen Tornado sich reingepfiffen. Mhm. Da bin ich froh, dass es noch Leute wie dich gibt. Genau. Mit mir muss man vor 12 Uhr keinen Alkohol trinken. Das ist einfach wunderbar. Ja, es ist einfach wunderbar. Ich vergesse es nie, diesen Anruf von Kai. Warst du schon mal in New York? Nee. Hast du Bock mit nach New York? Ja. Hm? Kevin allein in New York? Ja. Ja, wir fliegen nach New York, Ende November, Anfang Dezember. Sag ich, wirklich? Das war toll. Natürlich, bin ich natürlich selbstverständlich dabei. Kann das ohne, heute. Dass er das wieder reinholt in den Videos. Das ist toll einfach. Ja, das ist eben der Spaß, weißt du so. Das finde ich gut. Mach das nicht des Geldes willen. Aber genauso so mache ich Dinge ja auch. Ich mache Dinge nicht des Geldes. Du verdienst gar nichts mit. Doch, ich verdiene natürlich mit Sachen mit. Aber zum Beispiel mit Camps, die wir gemacht haben, haben wir nichts verdient. Hm. Wir haben einen riesen Aufwand gehabt, aber wir haben nichts verdient. Man könnte es jetzt so auslegen, dass wir dadurch Reichweite gewonnen haben. Ne? Also, dass wir irgendwas dadurch gewonnen haben. Aber ansonsten machen wir die Dinge auch nur aus Freude und weil wir das gut finden. Weil wir den Leuten Content liefern wollen, der gut ist. Das ist jetzt quasi hier mit dir, das ist mein Angelcamp, mein ja. Horrorcamp. Mein Horrorcamp. Vom Zeitaufwand ist es das Gleiche. Mein Weihnachtscamp, mein... Ja? Ja. Ja. Wunderbar, ne? Findest du es gut? Einfach wunderbar. Wunderbar, ey, das kriege ich auch nie wieder weg, dieses Wunderbar. Naja, du hast doch selber damit angefangen. Wunderbar, wunderbar. Ja, in meine Rolle, der Jofan-Alge, Polizei kommt. Wie heißt denn das, wenn die Kinder in den USA Pfadfinder, ne? Ist das Pathfinder? Naja. Nein, nein, aber hier, bei uns ist das nicht so populär, oder? Hört man selten, dass Kinder Pfadfinder sind. Die vielleicht nicht mehr so, ja, weil die alle immer auf Twitch rumhängen. So ist das nämlich, ne? Und Montana Black schauen. Also die Guten. Brauchst du ein Bike? Besorge euch ein schönes Canyon-Bike. Canyon? Beste. Ja. So ein Influencer-Spot hier. Ja, ja. Wow. Das sieht hammer aus. Aha. Die Eislaufbahn. Da wollte ich hin. Ja, geil. Wow. Wollen wir fahren? Ja klar, oder? Wolltest du doch, oder? Wollte ich. Hoffentlich kann ich das noch.
Eislaufen im Central Park habe ich noch nie gemacht. Wollte ich immer machen, ja. Unbedingt hier. Und dann bei diesem Wetter, ey. Das ist krass. Wow, die Figur für dich. Ja. Laughing all the way, bells on bottles ring, making spirits bright. Die Eisprinzessin betritt das Eis. Guck mal hier, der Jens. Das sieht ein bisschen aus wie Winterurlaub, ne? Ist Winterurlaub. Ist es. In New York. Wunderbar. Du, übrigens, da in der Mitte, wo diese Hütchen stehen, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da darf man nicht hin, weil da ist das Eis noch nicht dick genug. Da echt? Kann man noch einbrechen. Aber die fahren trotzdem. Ja, ja. Weil das ist ja so ein zugefrorener See das hier. Ist ne? Doch hier ist, das ist doch kein zugefrorener. Ist laufen. Du hast mich fast verleitet, auch gefährliche Dinge zu tun. Wieso? Ich war doch hinten. Ja, du bist da gesprungen. Ach so. Das Eisprinzesschen. Das war wirklich warte. So, Leute, weiter geht's. Man merkt jetzt hier an der Stelle gerade so ein bisschen, dass der Jens normalerweise, ich sag mal, so ein bisschen ländlicher zu Hause ist. Ne? Er rastet gerade komplett aus, weil da Leute Tortellini machen. Aber ja, die müssen halt irgendwie gemacht werden. Das Ding ist nur, dass sie das halt hier so machen, dass wir zugucken können. Es bleiben aber Tortellini. So noch nie gesehen. Noch nie erlebt. Gut. Perfekt. Traum. Wir fahren jetzt zur Ghostbusters Location. Wie hast du das jetzt rausgefunden? Da wie es zum Ghostbusters Haus geht, ja. Gibt es so eine App, die ist noch in der Beta-Phase, Google Maps. Nicht sicher, ob sich das durchsetzt, aber da kannst du einfach eingeben, U-Bahn, ne? Ghostbusters Haus und dann sagt die, wo es lang geht. Ghostbusters Haus. Ist euch das klar? Ohne mich wärt ihr nicht drauf gekommen. Wir müssen mal ganz kurz weg von Kevin alleine in New York. Ich bin der, der es gewusst hat. In L.A. ist eigentlich die Ghostbusters-Location, erzähl aber... Erzähl später, wenn wir da sind. Wir müssen jetzt mal gucken, ob es das wirklich gibt. Wir fahren noch. Da echt hin. Ey, Grüße an Manny Mark. Ich weiß, dass du da viel Neid empfinden wirst, ne? Aber die Aufnahmen, die sind auch für dich, mein Lieber. Zur Fire Station, zur echten. Ich komm! Ich schwör's dir, dass mir das noch eingefallen ist. Es gab wirklich so Nächte, da saß ich zu Hause und hab so recherchiert, wo Filmlocations sind. Und hier wollte ich immer mal hin. Ja, warte mal, wie hast du denn das jetzt gemacht? Kreditkarte und dann? Kreditkarte einfach ran. Hast du kein Apple Pay? Nee. Warte mal, einfach, woher weiß ich, was die abbuchen? 2,70 €. So einfach. Ich bin ja nur froh, dass du mal ein bisschen die Welt kennenlernst. Ey, das aber ohne Scheiß? Mit was hast du das jetzt bezahlt? Apple Pay. Apple Pay. Für dich heißt es ja im Grunde ein bisschen mehr hier Pflaume Pay. Siehst du mal nicht, hast du gesehen? Ja. Hier, wir nehmen jetzt die R Richtung Bay Ridge. Jens! Schnell, das ist die falsche. Ach so? Ja. Wieso? Mann, weil wir brauchen die R, das ist die W. Na ja, klar. Sehen doch alle gleich aus. Das stimmt wiederum. Ich wäre jetzt da weg gewesen. Ne? Ich wäre verloren gewesen. Was hätte ich denn gemacht? Direkt in die Bronx. Ich wäre am Arsch gewesen. Was hätte ich denn dann gemacht? Du kannst doch nicht in die W steigen. Das ist die gefährlichste von allen. Wohin denn? Wohin führt die? In die Bronx? Ja, direkt. Ich weiß noch, meine Mutti mich immer gefragt hat, wo jedes normale Kind gesagt hat, ich will Feuerwehrmann oder sowas werden. Ich will Ghostbusters werden. Immer gesagt. Du bist doch immer mit so einem Ding an den Kindergarten. Natürlich, Proton-Pack. Klar. Okay.
Okay, hier merkst du echt, hier weht ein anderer Wind. Wenn wir abgezogen werden, halten wir zusammen, ne? Hm? Hallo? What? Nein, du willst kein Ganja. Ganja? No. Was ist Ganja? Komm jetzt! Was ist Ganja? Du willst. Was ist denn das? Du willst ja jetzt keine Drogen kaufen, oder? Ach so. Hör los, hör. Auf die Leute anzuquatschen. Ich quatsch gerade, die quatschen mich an. Ja, ja. Der sagt zu mir, er heißt Ganja. Ja, ja. Was so, ich wollte sagen, ich bin der Jens. Ich hätte die Rolex im Hotel lassen sollen. Vielleicht ist ja eine gute Idee gewesen. Was hat er gefragt? Ganja. Nur weil du jetzt hier zu dieser blöden Firestation willst. Ja, ich will natürlich. Das Risiko ist es mir wert, völlig egal. Hier lang? Ja. Da sind aber die Straßen dunkel, Kai. Das liegt aber an dem Gerüst. Ist doch mal was. Nicht immer nach, wo die Sonne scheint. Wie wo Beyoncé irgendwie bei Louis Vuitton runterlächelt. Das hier ist New York. Verstehst du? Ist auch New York. Hier, mal ein bisschen gesprayt an der Wand. Aber mal ganz seriös gefragt, was war die gefährlichste Stadt, wo du bisher warst? Buenos Aires. Oh ja, kann ich mir vorstellen, nicht, aber kann ich mir vorstellen. War ich mit einer Pro7-Show damals? Mhm. Wipeout. Ja, die erste große Reise ever. Ich war 23 Jahre alt, musst dir vorstellen. Mhm. Und dann waren wir in so einem 3-Sterne-Hotel mitten in der Stadt untergebracht. Unten war immer ein Security-Mann, damit wir bloß nicht aus dem Hotel gehen. Nachts war der aber nicht da. Und ich bin mit einem Kandidaten, Freund, raus. Mhm. Wir sind nur ans Eck zu einem Kiosk gegangen, 50 Meter, und hatten schon ein Messer am Hals. Oh, okay. Werde ich nie vergessen. Und echt? Das war einer, muss ich mir vorstellen, und so und heute trifft sich das wieder. In Buenos Aires, der hatte eine Mütze auf, da stand Bronx drauf und ein Messer in der Hand. Ein Zahn noch in der Front. Aber was? Give me your money. Ja, aber was hast du gemacht? Ich habe dem meine $12 gegeben, dann sind wir zurückgegangen. Okay. Hast nichts gekauft? Nee, da hat sich erledigt. Ja. Ey, ich kann es nicht glauben, ich bin den Tränen nahe, wenn ich wirklich das Ghostbusters-Haus jetzt gleich sehe. Ey, danke schön, dass ihr das mit mir macht. Jetzt mitmacht, ne? Selbstverständlich. Mach da unbedingt mal ein geiles Video. Da ist es! Da ist es einfach! Da ist es! Da ist es! Da vorne mit Ghostbusters-Logo! Ihr könnt es nicht glauben, guck mal, wo ich bin! Ja, ist das New York? Ihr könnt es nicht glauben, wo ich bin! Freunde, Achtung! Ich wechsle jetzt die Szene! Es ist das Echte! Es ist hier, das Ghostbusters-Headquarter! Es ist einfach hier! Ich bin einfach hier! Ich wollte schon immer hier hin! Das geht auf! Es geht einfach auf! Es geht einfach auf! Die haben auf uns gewartet! Das kann doch nicht sein! Da kommen sie raus! Gar kein Ecto 1! Also ich glaube, es ist guck mal, die haben sogar das Ghostbusters-Logo auf dem Auto drauf! Das ist eine echte Feuerwache! Das ist eine echte Feuerwache! Guck sie dir an! Hey, this is unbelievable dream! Unbelievable dream! Und habe ich das gut organisiert? Einfach wirklich. Das ist es einfach wirklich. Ey, was war das für ein Moment jetzt gerade? Die kommen gerade raus. Das gibt's doch gar nicht. Das Tor geht auf. Was war das für ein Moment? Er hat das zum Glück nicht gemerkt, dass ich dem Bescheid gesagt habe. Ja. Hast du das gesehen? Das war unfassbar. Ey, guck dir das aber an. Die Jungs, muss ich sagen, sind echt auf Zack. Ich habe gesagt, ich schicke eine Nachricht, wenn wir da sind und dann sollen sie rauskommen. Hat 100% funktioniert. Marc, ich bin einfach hier. Kein Schwein, guck dir das an. Das juckt die gar nicht. Hier ist Ghostbus, juckt die nicht. Die guckt nicht mal rüber. Hier ist, hier igen alle. Wir haben das jeden Tag, die Leute, die hier wohnen, die wissen das. Manni, Marc, direkt Audio wird aufgenommen, der schnallt ab. Oh, Baby. Das ist für uns, ist das, ey, das ist einer der legendärsten Filmserien, die es gibt. Die haben Ghostbusters nur vorne auf dem Auto. Das gibt es nicht. Guck mal, hier war das. Weißt du, was ich meine? Hier war Ghostbusters. Du kennst sie. Das sind alles Legendenschauspieler. Bill Murray. Bam. Ich habe einen Geist gesehen. Na klar gehen wir hier rein. Ja, ist doch. Who you gonna call? Who you gonna call? Ghostbusters. Oh. Krass. Aber die fahren bestimmt rückwärts rein. Wir müssen aufpassen. Sick. Alter, man muss aber auch stolz sein, wenn man hier arbeitet, oder? Das ist der Traum. Das ist der Traum. Nee. Wollt ihr auch eins? Nee. Komm. Nee, lass mal. Mach du mal. Ich will noch so ein Patch. So ein Patch, das will ich auch. Zwei Stück. Ja. And two patches.
This is the real house. Do you have something to see here? Can I see something? Props? Anything? Is that a trick question? Huh? Trick question? No. What do you mean? You want to see props from the movie? Yeah, you have something here, some pictures. We have zero. Mm-hmm. Zero. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Really? Come on. Oh. This is the real one? Yes. Das ist das Echte. Er hat dich ein bisschen verarscht, ja, du hast es nicht gemerkt. Du hast es auch nicht geschnallt, oder? Hast du es geschnallt? Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Props. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Krass. Geil. Die Shirts, original. Thank you very much, guys. Yeah. Thank you. Das ist hier the original Fire Station. Aber meinst du wirklich, dass FDNY, das... FDNY, Letter 8. Meinst du wirklich, dass das reicht von der Größe? Natürlich, viel zu groß. Da schwimme ich drin. Ja. Aber wir könnten noch One World Trade Center, ist um die Ecke. Sehr gerne, sehr gerne. Können wir noch mal hinschauen? One Trade Center. One World Trade Center. Das ist das neue World Trade Center. Na, die wollten ja nicht zwei Türme wieder bauen, ne? Ja. Und deswegen nur eins. Was? Hier hat das stattgefunden, 2001, ne? Boah, das ist krass, das. Wenn du jetzt mal überlegst, ne? Was noch krasser ist, ich war oben auf den Dingern. Ja, vorher, 2000. Du warst oben? Mhm. Aber jeder weiß auch irgendwie, was er an dem Tag gerade gemacht hat, wo er war. Ne? Ich war tatsächlich, das wissen auch die wenigsten, im christlichen Verein junger Menschen. Wir haben uns einmal in der Woche getroffen. Um was zu tun? Um einfach, Geschichten Gottes wurden uns da erzählt. Mhm. Die Kinder sind da hingeschickt worden. Meine Mutter fand das gut, hat mir Spaß gemacht. Und dann war ich, das können die wenigsten wahrscheinlich nachvollziehen, aber war wirklich so. Und dann ist das ausgefallen, weil wir tagsüber das gesehen haben, was da los ist. Und dann wurden wir angerufen vom Pfarrer, heute nicht. Mhm. Also war klar. Das vergesse ich nie, wie ich bei meinem Onkel saß und den Anruf gekriegt habe. Wir kamen vom Kinderarzt und haben es im Autoradio gehört. Und sind dann irgendwo rangefahren und in irgendeinem Restaurant und haben geguckt, ob die einen Fernseher haben. Also um wirklich erstmal zu verifizieren, ob das alles stimmt, was wir da gerade gehört haben. Es war so unverständlich. Ja. Ja, krass. Das weiß jeder, ne? Und jetzt überlegt mal, wo ihr zu diesem Zeitpunkt wart und schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ich kann dir sagen, wo viele von denen waren, die jetzt zuschauen. War nicht auf der Welt. Ja, das kann auch sein. Ja. Na ja, schau mal, haben sie da alle Namen aufgeschrieben? Ja, klar. Ja. Das ist echt krass. Aber das macht wirklich was mit dir, dieses Denkmal, ne? Wenn du da reinguckst. Ja, schon. Das ist schon beeindruckend. Meatpacking. Das Pflichtprogramm, ja, in New York. Ja, das ist eine ganz coole, so kreative Ecke hier. Alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Könntest du dir vorstellen, jetzt da zu leben? Nee. Schön da. Nee. Also ich könnte mir grundsätzlich nicht vorstellen, in New York zu leben. Warum? Also mir wäre das zu wild, zu verrückt. Ja. Das würde mich fertig machen auf Dauer. Ja. Ich lebe auch gerne in Deutschland, das muss ich auch sagen. Ja, also ja. Das habe ich immer wieder festgestellt, ich bin ja viel gereist, aber das Schöne am Reisen ist das Nachhausekommen. Ich freue mich auch wieder aufs Dorf. Ja. Das ist immer so, weißt du, wenn man die Abwechslung hat, dann ist das wunderbar. Ja. Man hat aber das Gefühl, so alle jungen Leute, alle wollen sie in so ein Highlife, in so eine Stadt. Ja, es ist ja eine Frage, es ist ja vielleicht auch eine Frage des Alters, ne? Dass man halt irgendwann in seinem Leben so eine Phase hat, wo man sagt, da probiert man das aus und dann will man ja vielleicht auch mal raus, so aus der eigenen Umgebung. Und das finde ich auch gut. Ich wollte das nie. Nee. Weil ich immer schon wahrscheinlich viel unterwegs war, war ich immer froh, mal wieder Ruhe zu haben. Was war so das exotischste Land, wo du je warst? Aber da liegen noch die alten Schienen. Entschuldige ganz kurz, dass ich das... Tatsächlich. Ja. Exotischste Land? Ja, weiß nicht, Thailand im Urlaub. Mhm. Okay. Thailand. Wie gesagt, Buenos Aires war ich mal. Afrika, Kenia. Gibt es irgendein Land, wo du noch unbedingt mal hin willst? Australien, Neuseeland. Habe ich auch beides noch nicht gesehen. Neuseeland, in das Hobbitdorf. Mhm. Ja. Aaron Troschke, Grüße gehen raus. Er war schon da. Ne? Du machst das immer sehr an Filmen fest. Ich weiß nicht, aber das ist irgendwie. Wo du hin willst. Keine Ahnung. Es ist auch so. Aber Neuseeland, diese Landschaft kennt man ja auch aus den Filmen, Herr der Ringe und sowas. Ja, diese Landschaft ist ja atemberaubend. Aber die Flüge dahin, eine halbe Ewigkeit. Ist schon sehr. Ist gut. Aber auch eigentlich krank, dass wir in New York sind und über ferne Ziele reden. Ne? Ja, aber es passt ja irgendwie auch, was er mit dem Reisen zu tun hat und so. Das, guck dir das an, wie das aussieht. Ne? Ja, das ist so, als ob es total eingequetscht. Ne? Ja? Also das. Ja? Was ist bei euch jetzt Weihnachten geplant? Was steht auf dem Programm? Familie.
Heiligabend. Ja, Familie ist klar, ne? Aber wie sieht das aus? Also ist nicht mehr mit groß beschenkt. Also früher weiß ich noch, da ist das bei uns wirklich, also in jungen Jahren, meine Eltern waren ja auch immer für die Kinder was machen und für die Kinder. Das ist ja immer ausgeartet. Also ich habe da, muss dir vorstellen, ich habe wirklich da, also mir ging es nie schlecht. Ich habe mit 4 Jahren dann irgendwie so dieses kleine Disney-Schlagzeug bekommen. Das habe ich nach 2 Tagen zertrümmert. Nächstes Jahr habe ich wieder ein neues gekriegt. Ne? Und heutzutage machen wir es eigentlich auch so mit den Kindern. Unter uns machen wir so ein bisschen Krabbelsack oder sowas. Die Mutti macht eine Gans. Aber die gibt es an Heiligabend? Die gibt es an Heiligabend bei uns. Okay. Nee, bei uns gibt es eigentlich mittags was ganz Kleines, was schnell geht. Und dann in der Regel abends Fondue. Auch Fondue? Ja. Das könnten wir auch mal, Mutti. Könnten auch mal ein schönes Fondue dieses Jahr machen. Da hast du auch die ganze Arbeit nicht. Das ist ja genau das der ist Punkt. Ja wirklich deswegen, das, darum die Arbeit, da tut mir meine Mutter auch immer leid. Darum geht es ja beim Fondue. Entweder Fondue oder Raclette. Das Raclette ist auch immer. Oder immer. Beides. Aber Raclette ist bei uns Silvester. Und was es bei uns noch gibt an Weihnachten, das ganz alte Tradition, gab es für meinen Großeltern schon. Ja. Zu späterer Stunde gibt es noch eine Süßspeise nach Alpenfamilienrezept, die heißt Ewige Liebe. Also es muss ja auch bei dir, klar. Ja, im Grunde, aus heutiger Sicht hört sich das wie so eine Geschichte an, wo man sagt, ja klar. Ne? Na klar. Ich sage aber heute immer spaßeshalber, wahrscheinlich bin ich da als Kind mal reingefallen. Also so wie Obelix in den Zaubertrank. Ja. Ja, und deswegen ist später alles so gekommen, wie es gekommen ist. Hört sich sehr gut an. Ewige Liebe. Ich mich auch über eine Einladung mal gefreut. Ja, können wir ja mal. Ja. Ja, muss man, aber du musst ja immer ein bisschen aufpassen. Weißt wenn du, wenn du jetzt sagst, Schatz, ich habe da noch was vorbereitet, hier, ewige Liebe, ne? Ja. Dann nimmt sie gleich einen Löffel und geht die Schüssel durch und guckt, wo der Ring ist. Genau. Das ist so. Und in letzter Zeit sehr häufig diese Anspielungen. Ach, guck mal da, da gibt es Brautmode. Kennst du das? Guck mal da vorne. Guck, macht der, glaubst du, der macht ihr gerade einen Antrag? Schau mal, sieht danach aus und so. Diese Anspielungen. Ja. Wie findest du das, diese übertriebene Freundlichkeit? Du, das ist ja immer, ich finde das besser so, besser übertrieben freundlich, als permanent unfreundlich. Ja, auf den Boden gucken. Ne? Ja. Hast du, passiert das oft, dass, also du polarisierst ja ein bisschen. Ja, ja. Ja, gibt ja jetzt nicht nur Leute, die jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, warum auch. Ja, also habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, weiß ich auch nicht so warum, weil so, wenn man dich jetzt privat kennt. Ganz normaler Typ. Also, wenn du dann mal wieder ausrastest und so, ne? Dann würden Leute jetzt nicht sofort unterschreiben, dass du ein ganz normaler Typ bist. Dadurch, dass du polarisierst, triffst du ja sicherlich irgendwann auch mal Menschen, die dann sagen, also ich finde dich eher nicht so geil. Ja, na viel. Ja? Viel. Aber kommen die auf dich zu und sagen das dann? Oder, nee, also oder quatschen dich blöd an? Oder? Nee, im Internet sind das eigentlich nur Kommentare. Also ich habe es noch nie erlebt, dass auf der Straße jemand gekommen ist und gesagt hat, also dich kann ich nicht leiden. Okay. Das habe ich noch nie erlebt. Dass mich jemand auf der Straße anspricht und sagt, nee, den kann ich nicht leiden. Okay. Das sind Kommentare im Internet. Ja. Und wenn jetzt Leute irgendwie blöd kommentieren, wie gehst du damit um? Überhaupt neutral mittlerweile. Also schreibst du dann was zurück? Nee, überhaupt nicht. Blockierst du die dann einfach? Nee, auch nicht. Ich habe früher habe ich mal, du weißt doch, ganz am Anfang, als ich noch mit Pokern unterwegs war, da habe ich mir gedacht, da hat mich so ein Kommentar getroffen. Ich weiß noch einen Kommentar. Da habe ich diese Castingshow bei Pro7 gewonnen. Mhm. Und dann liest man im Internet, da waren das noch Foren. Da gab es Facebook und so ein bisschen Foren. Da stand in einem Forum drin, hoffentlich stürzt die Maschine ab, in dem der sitzt. Das war so ein Kommentar. Kai, den fand ich schlimm. Und da habe ich mich wirklich 3, 4, 5 Minuten mit beschäftigt. Ich glaube, habe auch noch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Und dann, ich glaube, das war so der Moment, wo ich dachte, das ist alles nicht so wichtig, was da steht. Aber das sind ja so Kommentare, wo man eben auch sagt, wie muss jemand drauf sein? Wieso wünscht man jemandem sowas? Egal, ob ich jemanden mag oder nicht, ne? Wünscht man auch keinem. Du musst dir einfach sagen, es ist gut, wenn 50% dich mögen und 50% nicht, denn dann diskutieren die Leute darüber. Das ist auch Erfolgsrezept ein bisschen. Und wenn wir jetzt mal auf deine Fernseherfahrung kommen, ja. Da waren die Kommentare ja auch sehr geteilt. Boah, ja, da war mehr. Also die Leute im Internet, das waren, ich würde sagen, wirklich 70% haben mir das übel genommen, auch teilweise. Ja, ne? Aber das habe ich so gar nicht verstanden. Ja, ich auch also, nicht. Woran lag das? Ne? Also warum fanden die Leute das blöd, dass du plötzlich Fernsehen machst? Ne? Also die Idee ist ja immer gleich. Ne? Also Fernsehen denkt ja oft, man sucht sich da jemanden, der im Internet erfolgreich ist. Ja. Ne? Und dann macht man mit dem eine Fernsehsendung. Und dann sind die Leute, die dann im Internet dabei sind, online dabei sind, deine Streams gucken, automatisch auch im Fernsehen dabei. Ja, ja. Denk mal, das ist die Erfolgsform.
Aber ich glaube, so hat man bei mir gar nicht unbedingt gedacht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber warum fanden die Leute, die dir sonst in deinen Streams folgen, warum fanden die das so blöd, dass du Fernsehen hast? Zum größten Teil habe ich da rausgelesen und rausgehört, dass sie Angst haben, dass die Frequenz von dem, was sie gerne konsumieren, einfach mit mir stark verringert wird. Das also heißt, ist eine Form von Eifersucht. Ja, sie gucken kein Fernsehen, sie sind gerne auf Twitch und im Internet unterwegs und jetzt wird ihnen irgendwie das genommen. Mhm. Und ich habe alles Menschenmögliche umgesetzt. Ich habe mir in das Apartment in Köln ein Streaming-Setup bauen lassen. Ich habe so viel gearbeitet wie in dem ganzen Jahr, wie überhaupt noch nie. Ich habe Sendungen gemacht, habe gestreamt, Sendung gemacht, gestreamt, Sendung vorbereitet. Das war, man muss sich mal vorstellen, was das für 4 Monate oder 5 Monate für mich waren. Das war krass, geil. Aber ja, ich hab's geliebt, den Arbeitsalltag, diese Show, diese Größe, dieses Studio, diese Band. Ich habe das geliebt. Total, das hat man ja auch gemerkt. Ich bin da aufgegangen, komplett. Weil es kann ja jeder, aber der großer Fan von mir ist oder der mich kennt, der versteht das auch. Die verstehen das auch, dass das der Traum war, mit dem alles mal begonnen hat und dann kommt man zur Erfüllung. Und dann hat es mir aber ein bisschen wehgetan, dass mir das so, sagen wir mal, das hat mich schon belastet, dass die Leute mir das nicht so gegönnt haben oder das nicht so verstanden haben, sich nicht in mich hineinversetzen konnten, wie das eigentlich für mich gerade ist. Auch was dir das bedeutet hat. Was mir das bedeutet. Immer noch, das ist, für mich ist das Highlight gewesen meines Lebens. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich glaube, das gab's, du kannst mich korrigieren, aber im deutschen Fernsehen noch nie. Da kommt einer, der ist eigentlich gänzlich für das Fernsehpublikum unbekannt. Das stimmt. Ich komme aus dem Nichts, ich habe diese Fernseherfahrung, die ich früher gemacht habe, die kann man ja nicht wirklich On-Airtime nennen. Ich komme aus dem Nichts, das Fernsehpublikum kennt mich nicht, mit so einer großen Show. Das ist. Also wir sprechen von täglich frisch geröstet. Eine Personality-Show, eine Late-Night-Show. Das gab es noch nie, das war das Experiment ever. Und ist doch auch ganz klar, dass das Fernsehpublikum erstmal nichts mit mir anzufangen weiß. Ne? Dass das für die wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, für den typischen RTL-Zuschauer abends mit mir was anzufangen. Welche Schublade wollen die mich stecken? Sollen die mich stecken? Was denken die über mich? Ne? Und auf der anderen Seite, die mich aus dem Internet kennen, die wollen mich nicht in so einer Fernsehshow sehen. Ja, ich glaube, dass viele Leute, die ich aus dem Internet kenne, haben dann wiederum eher das Gefühl gehabt, dass das Fernsehen dich ein bisschen verbogen hat. Ne? Also, richtig. Dass du nicht so sein kannst, wie du möchtest, wie du sonst bist. Ja. Dass du ja doch irgendwie ein bisschen was anders machen musst. Dann ja, auch, na klar, ne? Weil du halt jetzt im Fernsehen bist. Natürlich. Ja, so war das aber. Ey, jeder, ich sag dir, ich mag das ja, Herausforderungen. Ich lieb das, Kai. Dann kribbelt's. Ja. Weißt du was? Da habe ich auch Spaß dran. Nee, kann ich auch verstehen. Also ist ja auch was Spannendes, Neues, ne, was du dann da gemacht hast. Für dich ist das natürlich, du weißt, du sitzt da Samstagabend, Helene Fischer sitzt hinter dir, du moderierst das weg, 3,5 Stunden, das ist Wahnsinn. Meistens sitzt sie neben mir, wenn das sie ist da wirklich das ist. Das denke ich jedes Mal, wenn ich so eine Show mit dir gucke, denke ich, Wahnsinn. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist ein Teil dessen, was wichtig ist, dass das irgendwann eine, also jeder Gast ist toll, der da ist, ne? Ja. Aber trotzdem hat das ja eine gewisse Normalität, weißt du? Hallo. Das ist ja, ne? Also es hat ja irgendwas, dass man irgendwann sagt, ja, ich mache das jetzt natürlich dann auch fast 30 Jahre und irgendwie habe ich natürlich ganz viele Gäste dann auch schon mal getroffen. Es ist ja ganz selten so, dass jemand in die Show kommt, den ich vorher noch nie gesehen habe. Ja. Aber was mich jetzt stört, ich war gerade so drin in dem Lernmodus. Ne? Ich habe alles unter den Hut gebracht. Streaming und Fernsehshows. Dann hört das auf. Man hat so das Gefühl, man verliert den Bezug wieder. Man war im teuersten Praktikum, das RTL jemals bezahlt hat. Weißt du, das sind ja Millionenbeträge, was so eine Show kostet. Und jetzt hört das auf. Und ich denke immer drüber nach und hoffe, ich muss das Gelernte beibehalten. Das muss hier drin bleiben. Ne? Aber das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage. Aber es ist zum Glück so, dass ich diese Erfahrung im Grunde nie gemacht habe. Wie erfährt man das, dass so eine Sendung dann nicht weitergeht? Also wie irgendwann kommt dann einer und sagt... Nee, also das war bei uns gar nicht so drastisch. Wir sind ja auch nie von einer Verlängerung eigentlich ausgegangen. Für uns gab es nur, vielleicht wird die Show verlängert. Wir würden uns freuen, wenn die Show verlängert wird. Die wurde nicht abgesetzt, sondern die 32 Folgen, die RTL haben wollte, wurden erfüllt. Aber irgendwann gab es ja die Nachricht, es geht nicht weiter. Also ja, du hast ja natürlich hofft man ja, dass es dann weitergeht. Ja, wir haben damit gar nicht so gehofft.
Also deswegen war das für uns gar nicht so drastisch. Ich habe für mich schon gehofft, aber das Team uns hat gedacht, ey, wir erfüllen hier, wir machen hier einen guten Job. Es ist eine geile Visitenkarte, die wir hier geliefert haben. Für mich war natürlich, ehrlich, dachte ich immer, wow, ich könnte mir vorstellen, dass im Herbst sowas nochmal, dass wir da weitermachen. Ne? Ja, aber war ich jetzt allzu traurig? Ich habe einfach gedacht, die Leute, meine Fans werden sich sehr freuen und habe versucht, mit denen die Freude zu teilen. Natürlich hätte ich gerne noch ein bisschen weitergemacht. Ja. Also ich hätte dir ja eins gewünscht, das weißt du, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich bin jetzt nicht in ein Loch gefallen oder so. Du hast ja tatsächlich auch genug andere Sachen. Ja, aber ja. Ich hätte dir eins gewünscht, dass du einmal eine Show mit Publikum im Studio machst. Ja, da habe ich nicht einmal gehabt. Stefan hat gesagt, diese Voraussetzungen, die du hast, sind so schlecht. Einmal dieses Gefühl hast, du kommst da raus und da sitzen dann 200, 300 Leute und die rasten komplett aus. Das kenne ich gar nicht. Also das kenne ich nur, wenn ich irgendwo zu Gast bin in irgendeiner Sendung oder so. Ne? Aber das hätte ich echt gerne. Ja? Ja. Irgendwann mal. Ja. Ja, das kommt bestimmt nochmal. Ja, ja. Also dass das hier so ein Influencer-Hotspot ist, gell? Krass. Wo recherchiert man das, dass man hier das Brooklyn Bridge-Foto macht? Highly Instagrammable places. Ah ja. Sieht Hammer aus. Als ob, das hat doch Kai Pflaume hier wieder mit eingeplant, ne? Wow. Ey, das sieht so, wenn du das anguckst, das sieht alles nicht echt aus, ne? Das wirkt nicht echt. Ja, weil das so die Skyline ist, die man halt so oft schon gesehen hat. Ja. Irgendwann muss ich mit Bobby hier hin, ja. Dann hast du ihm schon erklärt, was du machst. Wie Papa sein Geld verdient. Ja, das versteht er noch nicht. Nee. Das versteht er noch nicht. Aber es muss auf jeden Fall lustig sein, weil wenn du, da muss er irgendwas assoziieren, wenn du mit der Krone durchgehst. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Papa Arbeit. Papa König. Dann sitzt er da auf dem Schreibtisch, hochfahren. Ich habe jetzt so ein neues Setup. Da kann der Schreibtisch hoch und runter, kann ich auch im Stehen streamen. Hoch, zack, dann fahre ich hoch. Dann guckt er in die Kamera. Bubi. Dann sieht er sich im OBS. Dann will er ans Mikrofon. Papa, Mikro laut. Dann fängt er an zu singen. Alge, Alge. Und so. Der hat schon so ein bisschen. Hat was von dir, meinst du? Das kommt von mir. Man sagt doch auch, als meine Ex-Freundin hochschwanger auch in der Wohnung war und ich gestreamt habe, dass das Kind schon ein bisschen was mitnimmt. Ja, klar. Also ich glaube, das merkt man ihm auch an, dass er das schon kennt. Ja. Das war für ihn nie fremd. Guck dir das an. Oh. Meinst du, das geht sich aus? Also ob das hier nicht stecken bleibt. Aber ich glaube, es gibt Leute hier, die haben Probleme. Das ist die schmalste Rolltreppe, auf die ich je gefahren bin, muss ich ganz klar sagen. Krass, noch nie gesehen sowas. Wo war Kevin noch überall? Spielzeuggeschäft, ich sehe ja schon. Ah, stimmt. Das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Ein großer Elefant. Ja, wenn man für einen Bubi, kann ich das schlecht im Flugzeug mitnehmen. Ja, ne? Aber ich finde, geht doch. Muss sich halt entscheiden, wer fliegt, du oder der Elefant. Geil, wir gehen da rein, ja? Ja klar, gucken, müssen wir mal reingucken. I'm here with Kevin. This is the real Kevin, the big one. Oh, this is the real Kevin? Ich bin Kevin. Oh, hello there. I'm Kevin McAllister. And I go now in. He grew a bit. In the shop. Ja! Juhu! Das ist geisteskrank. Yeah. Happy Holiday! Ja! Das ist geil, Alter. Oh mein Gott, wenn du hier mit den Kindern reingehst, ja. Pleite. Kommst du nicht wieder raus. Pleite. Wow. Oh, verdammt. Bruder. This is what he is famous for. Ja, das ist his flight skills. Was ist das? Squid Games? Oh. Ach Mann. Komm. Hier. Wow. Oh, shit, Junge. Oh. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Here's Magic Marvin. Wow. Einmal noch mal klein sein, ne? Ich bin... Einmal noch mal klein sein, in so einen Mercedes passen. Ach, schön. So einen hab ich. Ach, hier, für Bubi. Wollen wir Monte den Lambo mitnehmen? Für Marcel schön Lambo geben, ja. Ja. Für Kylo.
Oh Mann. Oh, ich weiß, was Bubi will. Was denn? Bubi will unbedingt so ein Mikrofon. Oh. Bubi will unbedingt so ein Mikrofon. Na, bist du oh, das ist ja aber. So ein Bling-Bling. Das ist ja der Hammer. Das ist was für ihn. Weißt du, dass er nachts um vier, wenn er aufwacht. Papa, Mikrofon. Na klar. Na klar, das nehmen wir mit. Guck mal, da haben wir für Bubi jetzt für dich noch eine Krone und dann haben wir alles. Aber ich muss auch ehrlich sagen, finde ich selber auch geil, oder? Ja. Kai, jetzt mal geil. Ja. Ich habe früher in jungen Jahren mich vor den Spiegel gestellt und so auf Moderator gemacht und so mit und gesungen bist. Hast du das nicht gemacht? Nee. Echt? Nee. Ich habe Luftgitarre gespielt, das war das Einzige. Ja. Nee, aber sonst nicht. Aber ich werde das am Ende überprüfen, ob Bubi das auch gekriegt ja, hat. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, na klar. Oder werde ich. Werde ich mir angucken. Du wirst natürlich vorher testen. Hello. How you doing, guys? Have you guys seen the magic lights before? No. They're really cool. Check them out. You can pass them. Split them. Put up your nose. Pop it out of your stomach. In one ear. Out the other. Could you open your hand for me? Look. Schwick. It turns into a red ball. Isn't that weird? Yeah. Watch. If I give the red ball a toss, whoop, and a rip, it splits into two red balls. Wow. Could you open your hand for me? I'm going to give you one. Squeeze it really tight. Turn your hand over like this. Now this one is going to go inside of my hand. Magic fist bump. It makes mine disappear. Open your hand. And now you have both balls inside. Whoa. Isn't that weird? Yeah. Do me a favor. Point to a ball. Anybody you like. The red one? They're both red. I'm kidding. Watch. This goes in my hand. This goes in my pocket. We add a little air. And the balls multiply like magic. You guys want to learn those tricks that come inside of this box? 60 tricks? Anyway, yeah, I know. You got to sell it at the end. You get the lights inside. You get the balls. You also get a magic bag you can toss the lights into. And then when you're hungry, delicious. And the bag is empty. Thanks for stopping by, guys. Thank you. Yeah. Also, ey, die haben einfach Entertainer hier eingestellt. Total. Kai, im Spielzeuggeschäft. Entertainer. Ich glaube, der war früher Twitch-Streamer. Ja, ja. Da ist er doch. Da sind wir. Ist nicht ganz so golden, aber... Downgrade. Ja, nee, da müssen wir noch was Besseres finden. Du könntest jetzt irgendwann auch die Krone beiseite legen. Ja. Neues Image. Neues Image. Weg von der Krone. Die Sachen stehen mir noch nicht. Oh, ich finde schon. Wenn es einer tragen kann, dann du. Elvis Presley als Frau? Aber hier ist aber auch irgendwann, weißt du, dass die Kinder denken, Elvis Presley war eine Frau? Oder was? Der King of Rock'n'Roll. Aber hier, du kannst auch den... Ah ja. Wer ist das denn? Ich glaube, das soll der Ken sein. Das ist Ken. Und da bin ich. Links daneben meine Frau. Schwester, Mutter, Tante. Wäre schön, wenn es auch mal Ken mal ein bisschen breiter geben würde. Ja. Das ist unbelievable. Wow! Von Schleich, deutsche Firma! Ja. Deutsche Firma! Schleich dich! Schleich dich! Nicht anfassen, ne? Ja, steht da, ne? Hier kannst du dir ein eigenes Kuscheltier befüllen lassen. Du machst dir einfach dein eigenes Kuscheltier voll. Das sieht ein bisschen, aber es sieht unangenehm aus, ne? Den Stock hinten rein und dann und abladen. Und guck mal. Noch daneben gespritzt. Auch noch. Das ist unglaublich, dass ich das jetzt hier sehe, weil ich kriege tatsächlich, gibt es mich bald als eine dieser Popfiguren. Dürfen wir das schon erzählen? No joke, ich glaube ja. Ach, und ich bin der erste Streamer der Welt, wow, der diese Figur haben wird. Wow. No joke. Davon gibt es so eine limitierte Zahl, die hergestellt wird. Und dass einige Figuren natürlich Raritäten irgendwann sind. Ja. Und es gibt Leute in den USA, die sammeln, die wollen alle haben. Und dann wird so eine Figur auch mal schnell 1400, 1500 Dollar wert. Ne? Nicht schlecht. Und meine wird es natürlich nicht so oft geben. Nee. Natürlich nicht. Nee. Aber ist das geil, so eine Figur zu haben? Das ist nicht von schlecht. Von sich, sag mal ehrlich. Macht die irgendwas? Oder kann man die hinstellen? Nee, die kannst du hinstellen. Hm? 8500 Stück gibt es davon. Und ich bin so eine Figur. Ist das geil? If you want to have complete. You buy my Funko Pop. Warte mal. Ein bisschen synchron. Runter, runter, warte. Hör hin. Den krieg ich hin. Okay.
War nicht schlecht, ja, oder? War nicht schlecht. Hier, das war fast original. Ganz großes Kino. Ich glaube, mit der Nummer gehen wir auf Tour. Kevin allein in New York, das ist die Ultimate Experience. Alle Kinder warten, Kai Pflaume und Knossi haben Spielzeug blockiert. Ich glaube, hier kriegen wir ihn nicht mehr raus. Der kleine Jens möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Da bin ich ein bisschen neidisch auch, hätte ich auch gerne so ein Kostüm. Der Times Square. Der berühmte Times Square. Also hier weißt du gar nicht, wohin du zuerst gucken sollst. Nee, das stimmt. Das ist unfassbar. Guck dir diese Video-Wall an. Wow. Das ist unfassbar. Bei jeder Ecke hier. In diesem Haus verdienen die Besitzer mit den Werbetafeln mehr Geld als mit den Büros, die da drin sind. Wirklich. PlayStation, Coca-Cola und Samsung am Start. Naja, und das wechselt ja immer durch, die ganze Zeit. Gott, oder? Ey, das ist zu. Das kann das Hirn gar nicht verarbeiten. Ne? Stell dir mal vor, da erscheint jetzt irgendwo dein Bild. Ja, Kai, das hast du doch gebucht, hoffentlich. Ja, klar. Wow. Hey, klar. Hier, 10 Bucks. All right, that's 10. Yeah, Dad, come on. Ja, I like you. Jetzt zieht sich alles aus der Tasche. Ich habe einfach einen Zehner schon reingegeben. Gönn doch mal, Kai, gib ihm doch mal einen 100er jetzt. Schön abgezogen worden, Kai. Ja, wir geben gerne. Wir geben gerne. Wow! Junge, das war's schon, ne? Dafür haben wir einen 20er rausgerückt. Okay. Hätte man auch einen 100er geben können, ne? Hätte man ein bisschen mehr geben können. Das war ja wirklich spektakulär. Okay. Great. Geil, Leute. Danke euch. Sehr gerne. Viel Spaß. Verdammt, mit der Gucci-Jacke ist gar nicht so lustig hier. Ey, Mann, weißt du, hast du einmal im Leben vor zwei Jahren irgendwie mal was gekauft? Ja, Mann. Jetzt bist du hier in New York und die kommen, die ganzen Rapper mit den CDs kommen ums Eck. Hey, Mr. Gucci, 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 Stuttgart Frank von Stuttgart Frank, it's for free, CD. Okay, $10. Was soll ich denn mit den CDs? Wer hat denn noch einen CD-Spieler? Kai Pflaume, der Echte. Kriegen wir einen Zehner noch? Kosten Zehner hier. Viel Spaß, ciao. Ciao, euch auch. Nee, aber da müssen wir auch mal kassieren jetzt. Ja, brauchen wir sagen, Zehner. Nächsten kassieren wir ab. Da geht der Arbeitsalltag los, ne? Ja. Es fängt Zack, fängt immer 17 mit, Uhr. Ja, aber schnell es fängt an, immer mit der Sicherheitskleidung an. Ja. Wunderbar. Arbeitshandschuhe. Arbeitshandschuhe. Ja, top. Ich kenne ja auch viele, die solche Kostüme cringe finden. Wow, Alter. Oh, wow. Mega, mega Joke. Aber Leute, wir müssen weiter. Wir haben noch so viel Programm. Jetzt geht's ganz nach oben. Hier hast du so ein bisschen Weltraumgefühl auch, ne? Hörst du das? So ein bisschen NASA-mäßig. Wow. Wenn sich sowas immer einfallen lässt, oder? Welcome to the summit. Das war's jetzt also, ne? Super, oder? War wunderbar. War top, wirklich eine super Experience. Viel Spaß gemacht. Gehen wir was essen. Jetzt gehen wir was essen. Tolles Video. Ah, geil. Alle wie Pinguine jetzt. Jetzt bist du in jeder amerikanischen Datenbank. Wenn ich dein Gesicht höre. Name, Identität, Kai Pflaume, Germany. Jetzt kommt der 3D-Scan. Oben wirst du gechippt, kannst du wieder ausreißen. Das ist krass, oder? Also ich weiß, irgendwie ist das auch ein bisschen unheimlich, ne? Ein bisschen spooky, ne? Ja.
Ja. Das ging schnell. Oh, und direkt zu. Wow. Du darfst nicht runter gucken. Darfst nicht runter gucken. Verdammt, ist schon. Guck mal runter, Wahnsinn. Wow! Was ist denn hier los? Ein bisschen Psycho ist das hier alles, oder? Das ist ja so eine Attraktion hier in New York. Bei den Bällen wusste ich nicht genau, was ich denken soll. Nee, das war also, ein bisschen. Das war so richtig Psycho. Das war komplett Psycho. Das war, aber hey, das ist die Experience, ne? In so kurzer Zeit so New York erleben, ne? Weißt du, wir sind heute Morgen sind wir noch E-Bike im Central Park gefahren. Das haben wir schon alle wieder vergessen. Schlittschuh gelaufen. Denkt man da noch dran? Nein. Bei den Ghostbusters waren wir. Mhm. Hey, aber da hast du, keiner muss man sagen, da hast du wieder nicht gespart. Die Full Experience war das. Wieder nicht. Vielen lieben Dank. Musste ich auch mal bedanken, ne? Julian. Bye. Mensch. Bye. Und da oben waren wir jetzt. Jetzt haben wir echt einen Freizeitstress, weil jetzt müssen wir nicht zu dem Weihnachtsbaum, sondern zu dem richtig großen. Der wird nämlich gleich das erste Mal erleuchten. Ne? Also. Rockefeller Center. Freue mich. Gleich wird der Weihnachtsbaum da erleuchten. Zum ersten Mal jetzt. Ne? Das ist ja die offizielle Eröffnung der Weihnachtszeit hier. Und wie im Film. Das ist original. Das sind die Gefühle. Es ist auch genauso, wie man sich's vorstellt. Also wenn man zu Hause ist und denkt, das will ich irgendwann mal erleben. Genauso ist es, wie man sich's zu Hause vorstellt. Ich ehrlich gesagt hätte gedacht, dass mehr Leute hier sind, sich das angucken wollen. Ja, ist echt entspannt, muss man ehrlich sagen. Ja, ne? Es ist sehr, sehr relaxed. Wir sind aber auch hier in der Seitenstraße. Haben uns hier reingeschmuggelt. Hier darf keiner. Hier sind Hotelgäste sonst. Und wir. Aber Herr Pflaume, ehrlich, wer ist da gesagt? Wir liften hier oben. Ach so, Polizei, FBI, macht auf. Hört mal die Musik. The music, hä? Das ist nice music, hä? You live here? No. Really nice. We will enjoy this moment together. Yeah, we're from Kentucky. From Kentucky. Yeah. It's the first time you see the Rockefeller tree? Yeah. We will see it together. Yeah. Christmas. Christmas Day. Sehr amerikanischer Weihnachtsbaum. Ich bin geblendet. Einblendet. Ja. Mann, dieser Moment. Du musst dir ja erstmal vorstellen, wie wir hingekommen sind. Durch die kriminelle Energie von Kai Pflaume überhaupt, dass wir das überhaupt sehen durften. Hey, weil er vorne die FBI-Beamten belügt. Aber ist doch keine kriminelle Energie. Nee, das ist doch top. Das war toll. Wir wären niemals hier hingekommen. Wir stehen hier mit den Jungs hier. From America. America. Ja. Oregon. Oregon. Einfach geil, ne? Gell? Ja. I won't admit to anything. What? I won't admit to anything. I can't understand what you're saying. So I said... What did you say? Did you imagine that this is so colorful? Hab ich's perfekt gesagt? Yes. If I say ja, are you gonna edit me in? Ja. Just saying. Ja. 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 Wirklich, das wenn du mal wieder irgendwo rein musst, sag Bescheid. Also ich kann echt sagen, ich werde diesen Tag nie vergessen. Da sind die Jungs, die du belogen hast, schön. Nee, das waren die auf der anderen Seite.
Okay, thank you very much, guys. It was really awesome. Thank you. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was passieren kann, ob noch was Tolleres passieren kann. Ich meine, wir haben es gerade gesehen, wie der Weihnachtsbaum hier im Rockefeller Center das erste Mal voll im Glanz erstrahlt ist. Oder? Geht da nichts mehr drüber? Ich glaube, da geht gar nichts mehr. Was wir hier erlebt. So, bevor ihr jetzt abschaltet, Knossi denkt zwar, dass das Video jetzt zu Ende ist, aber so ganz am Ende sind wir nicht, weil wir haben noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Kehren-Frauen und Kehren-Männer. Das limitierte Kehren-Pflaume-Besenset, jetzt im Shop erhältlich. So reicht für heute alles sauber. Lasst uns irgendwo einkehren. War mal lecker frühstücken. Ach, filmen wir noch? Ehrenpflaume wäre nicht Ehrenpflaume, wenn wir nicht noch einen im Petto hätten. Echt? Ja, eine Sache müssen wir noch machen. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommen soll. Jetzt wird's hart. Was? Was ist denn jetzt los? Jetzt wird's wild. Gehen wir jetzt irgendwo in Underground oder was? Gehen wir hier irgendwo in den FKK-Sauna-Club oder was? Verdammt, Kai, was kommt denn jetzt? Hallo, ist noch jemand da? Nein. Ich mach die Tür dazu und geh auf die andere Seite. Ja, ja. Verdammte Kacke! Ey, sowas. Ist das was Schönes, Kai? Ja, na klar. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Meld dich an. Ich weiß es schon, Macaulay Nicolki steht da einfach. Hello, hi. Gell? Sir, I cannot see. Okay, alright. Unangenehm. Wenn shaking, dann ein bisschen schlecht. So we're heading to Miami. Wow! Ja, Florida! Vegas. Vegas. Vegas, baby! Ey, das gibt's nicht. Kai, also du bist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also die Leute, die jetzt zu Hause sind, ich weiß davon nichts. Ne? Also das ist hier nicht abgesprochen oder irgendwas. Ich weiß von gar nichts. Ich sehe es schon gleich, wirklich, ohne Scheiß. Bitte nicht. Gleich werden mir wahrscheinlich Bungee-Seile ans Bein gebunden. Bitte nicht. Bitte nicht, Kai. Nein, nein, nein. So, Jens. Oh, ich muss immer daran denken, dass du ja nicht siehst. Thank you. Mach mal den obligatorischen Schulterblick, ob da noch was liegt. Ja. War nur so ein feuchter Kranz auf deinem Sitz. Das war alles, was ich gesehen habe. Guck mal, so ein Freund bin ich. Wunderbar. Wunderbar. Wirklich, du bist wirklich mein Lieblingspfleger. Mhm. Hoppla. Hey, was denken die Leute, wenn sie uns sehen? Ist jetzt ist soweit? Ist soweit. Soweit? Ja, ja. Nicht dein Ernst. Helikopterflug. Mit dem Helikopter fliegen wir. Das Einzige, was Kevin nicht gemacht hat. Oh mein Gott, wir fliegen mit dem Helikopter. Junge, Kai. Boah, das ist ein Hammer. Ey, wirklich. Kai. Mensch, Papa. Mensch, Junge. Kennst du das? So bin ich immer, bei Modern in the War. Mit Gewehr. Im Game, weißt du? So sitze ich immer im Game. Todesängste, ja? Das ist, glaube ich, das, was du gestern erzählt hast, mit, wenn man mehr als 24 Stunden am Stück wach war, dann kommt irgendwann der Wahnsinn. Kommt irgendwann blöd, ne? Nach müde kommt blöd. Och Mensch, Leute. It was a gift from you to him? No, actually, no. Just come, let's have some fun here. Yeah. Was it a gift for you? Yeah, it was a gift. Oh, yeah. Are you excited? Yeah, from my steep dad. No. Wir sind die Gruppe. This, you know, we are the group. We, yeah. You guys are going to facing the fear. Yes. Das ist wirklich. Face your fear. Everything been moving fast. Yeah. So I turn my foot off the gas. Wenn ihr mal ein bisschen Ruhe haben wollt, ne? Und Jens ein bisschen anders erleben wollt, müsst ihr einfach mal mit ihm Helikopter fliegen. Da sagt er nicht mehr so viel vorher. Wenn wir fallen, ziehe ich dich mit. I have one question. Yes. Are you nervous?
Yeah, all the time. Okay. Well, because he told me. Yeah, yeah, that's what he told me. Yeah. I've never even been in a helicopter before. Thank you. Heule schon sein erster Tag. Hör auf, make no joke. Zu Hause hin, denkt an die Glocke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!